Royal Geburt, das ist in Herzogin Kattes Krankenhaustasche. Letzte Vorbereitungsmaßnahmen bei Herzogin Katte, 36. Aktuell erwartet das Mitglied der britischen Königsfamilie zusammen mit Ehemann Prinz William, 35, sein drittes Kind. Noch im April soll der royale Spross das Licht der Welt erblicken. Daher laufen derzeit offenbar nicht nur die Vorbereitungen im St. Maries Krankenhaus auf Hochtouren, auch die selbst hat sich startklar für die Geburt gemacht, so soll die schöne Brünette die Krankenhaustasche schon griffbereit liegen haben. Im OK-Ausrufezeichen-Magazin verriet ein Insider jetzt, welche Utensilien in dem royalen Klinikgepäck nicht fehlen dürfen. So haben die großen Geschwister des Königshaus-Neuzugangs, Prinz George, 4, und Prinzessin Carlotte, 2, Mama Katte ihre liebsten Spielzeuge als Glücksbringer mitgegeben. Und auch die Herself hat für ihre Schwiegertochter einen besonderen Erfolgsgaranten in petto. So berichtete der Königshausexperte in dem Interview, Katte nimmt einen Anhänger aus dem 19. Jahrhundert mit, den die ihr gab. Und weil man nie genug Talismane haben kann, wanderten auch noch ein paar schwarze Onyxperlen von Kattes Mutter in den Koffer, die der bald dreifach Mama ebenfalls eine ordentliche Portion Glück bringen sollen. Doch eine Tasche allein wird bei der königlichen Geburt vermutlich gar nicht reichen. Denn Katte setzt nicht nur auf kleine Helferlein in Sachen Geburtssegen, nach der Entbindung ist bei ihr ordentliche Erholung angesagt und dafür braucht sie reichlich Equipment. Kerzen, Entspannungsmusik, ein Kindle mit Bestsellern, alte Bette Davis-Filme und die Lieblingsbody-Lotion sollen die Herzogin mit ins Krankenhaus begleiten. Außerdem halten drei Fotorahmen mit Bildern der Familie Einzug ins Krankenzimmer.